Nein, das ist kein Regentanz und nein, ich halte auch keine Bienen. Pippi Langstrumpf und der April, sie machen ja bekanntlich, was sie wollen. Und das mache ich eigentlich auch, meine Leidenschaft nachgehen, dem Tai Chi, meine Kurzstockform habe ich gerade geübt und natürlich dem Gärtnern bzw. der Permakultur. Und da hat sich in den letzten Wochen einiges getan. Garten entwickelt sich auch prächtig. Die Pflaume, die blüht hier in ihrer wunderbaren Pracht. Und sonst ganz allgemein muss ich sagen, dass halt hier auch zum Beispiel meine Narzissen, die ich gesteckt habe, auch super blühen. Die alle drei Kiwis, die ich hier in den Schrebergarten gesetzt habe, bekommen schon ihre ersten Blätter. Die Pawpaws, also zwei Pawpaws, haben noch keine Blätter bekommen. Muss ich mal schauen, ob sie es überlebt haben oder nicht. Also die hier vorne und die ganz oben, die haben noch keine Blätter bekommen. Währenddessen die Pawpaw hier schon die ersten Knospenansätze bekommt. Also dann schaue ich einfach mal, weil die ein bisschen älter und vitaler ist, dass sie eventuell ja schon früher die Blätter bekommen hat. Ich beobachte einfach, wie die anderen zwei sich entwickeln. Hier der Knoblauch, den ich im Herbst gesteckt habe, wächst auch gut und die Narzissen sind auch schon aufgegangen. Das ist einer der zwei Granatäpfel und ja, die haben noch auch keine Blätter bekommen. Und wenn ich dann weiter runter gehe, hier ist zum Beispiel jetzt nochmal eine der Kiwis. Ne, das ist der zweite Granatapfel, tut mir leid, pardon. Und hier, das ist eine der Kiwis und die Maulbeeren, die setzen auch schon die ersten Knospen an. Die haben es auch gut überstanden, die beiden, die ich gesetzt habe. Und die hintere Kiwi, der geht es auch ziemlich gut. Und wenn wir dann weiter runter gehen, hier ganz normal die ganzen Wildkräuter, die hier wachsen. Also hier könnt ihr jetzt die Knoblauchsrauke sehen. Hier noch mehr, ich weiß nicht mal wie er heißt, es ist ein Kreuzblütler. Überall Brennnessel, werde ich jetzt auch dann bald eine Jauche ansetzen, weil ich hier so viel Brennnessel habe. Löwenzahn kann man hier noch entdecken. Und ja, hier wächst und gedeiht eigentlich alles ziemlich gut. Der Voranzucht, da links könnt ihr die Süßkartoffeln sehen, die auch gerade treiben und anwachsen. Hier vorne die diversen Honig- und Zuckermelonen oder Honigmelonen. Und ja, das sind jetzt hier drei Kästen. Und da vorne an der Ecke sind die ersten Paprikas, Chilis und Auberginen, die wachsen. Da vorne versuche ich nochmal in den Anzuchtbecher Tomaten anzuziehen, aber die sind jetzt schon seit Wochen nicht rausgekommen. Und das ist eine Erbse, die mein Bruder aus dem Projekt von seinem Kindergarten mitgenommen hat. Also da haben sie halt versucht, den Kindern das Gärtnern etwas näher zu bringen. Und das finde ich wirklich eine wunderbare Idee und freut mich wirklich sehr, dass er im Kindergarten den Kindern auch so das Gärtnern mit beibringt. Für mich persönlich ist es eigentlich sehr wichtig, dass die Kinder eigentlich immer einen Bezug zur Natur haben sollte. Und ja, das Pflanzen von Pflanzen ist einfach wunderschön und ich finde es einfach eine super klasse Idee.
Küche kommen wir gleich zum Wohnzimmer, wo noch mehr Pflanzen stehen. Also hier vorne könnt ihr zum Beispiel Kürbisse sehen, die ich jetzt spaßeshalber versucht habe vorzuziehen. Hier auch ein paar Kürbisse, Zucchinis sind auch dabei und die ersten Gurken habe ich auch schon für die Voranzucht bereitgestellt. Natürlich auch hier wieder jede Menge Melonen, Tomaten, noch mehr Tomaten, hier noch mehr Melonen, die schon ziemlich groß sind. Hier unten habe ich noch einen Butternut-Kürbissamen reingelegt und hier ist zum Beispiel ein pikierter Kohl unterm Tisch, verschiedener Blumenkohl, Brokkoli, Spitzkohl aller Art. Hier vorne sind zum Beispiel Tomaten nochmal. Hier wieder Tomaten und ein paar Melonen. Hier die ersten Gurken an der Seite. Die große Tomate ist die Indigo Blue Beauty, die Sorte. Kenne ich jetzt zum Beispiel. Und hier nochmal Kohl. Das ist, ja, so schauen die halt jetzt unterm Tisch aus, was ihr nicht so gut sehen konntet. Und hier nochmal Melonen. Das ist die Sorte Blacktail Mountain. Da sind noch mehr Gurken und Melonen. Da vorne, ganz vorne, wächst Petersilie und daneben ist ja grüner Basilikum. Und hier an der Seite, wenn ich dann nochmal rübergehe, ganz vorne an der Anzuchtschale, können wir noch mehr Grünkohl, Blumenkohl sehen. Ganz viel Dill und in der Mitte ist Stangensellerie. Das ist ein grüner Stangensellerie und ganz außen ist ein rotfarbener Stangensellerie. Und die geht darin auch wunderbar und prächtig. Nun bin ich jetzt hier im Keller zum Abschluss der Voranzucht. Was ihr gerade am Fensterbrett sehen konntet, war Kohlrabi. Zwei Versuche. Das sind Samen, von denen ich Bäume ziehen möchte, die ich aus Costa Rica habe. Das sind so kleine Selbstversuche und habt ihr auch nochmal ein Basilikum gesehen. Hier könnt ihr nochmal eine Anzuchtschale sehen, in der ich Salat gesät habe. Und hier an der Seite habe ich drei verschiedene Sonnenblumen gesetzt. Und da vorne ein bisschen Kapuzinerkresse. Und wenn wir dann weitergehen, hier in die Vorrichtung, habe ich hier nochmal eine ganze Menge Tomaten vorgezogen. Also es sind alles hier Tomatenpflanzen, Freilandtomaten, Fleischtomaten, Salattomaten, Wildtomaten und natürlich hier auch wieder pikierter Kohl. Ein bisschen Salat, Dill ist auch dabei, Koriander habe ich auch hier vorgezogen und den kann man jetzt auch am Fensterbrett sehen. Dort habe ich sogar den rotfarbenen Basilikum gesät und daneben auch noch mal ein bisschen Dill. Die stehen jetzt hier notgedrungen im Keller, weil wir nicht so viel Platz im Gewächshaus hatten und deswegen bestrahlen wir sie auch ein bisschen mit LED-Lichtern, damit die nicht anfangen zu vergeilen. Die erste wunderbare Frucht der wunderbaren Feige im Topf, genauso wie die Feige im Kübel, die haben wir jetzt einfach raus in die Sonne gestellt, damit sie auch ein bisschen die Wärme genießen können. Hier hinten, also bei der Überdachung, haben wir hier den Grünkohl, von dem möchte ich die Samen ziehen, deswegen lasse ich den ausblühen. Hier in den Hochbeetkästen haben wir schon die ersten Radieschen reingesät und mein Vater hat auch schon mal seine Feuerbohnen reingesetzt. Genauso wie in dem anderen Kasten. Hier vorne in der Ecke
können wir den Rhabarber sehen. Kann man auch einen wunderbaren Sud daraus herstellen. Habe ich auch schon ein Video dazu gemacht. Der ist bis Juni beerntbar und der ist halt bei uns ziemlich groß, weil wir jetzt halt den im Schatten stehen haben, wegen dem Hochbeet. Und hier können wir schon die ersten dicken Bohnen sehen, die ich reingesetzt habe. Hier kommen aber später dann die Gurken hin, weil wir ja auch alles mit Pferdemist angesetzt haben. Und hier hat mein Vater eine Bewässerung für die Gurken eingebaut, damit wir sie nicht mehr mit der Gießkanne feucht machen, da sonst die Gefahr von Mehltau sehr hoch ist, wenn sie halt bei feuchtem Wetter nicht gut abtrocknen können. Also Gurken mögen es eigentlich nicht, wenn sie ständig feucht und nass sind. Auf diesem Beet hier habe ich noch mehr dicke Bohnen an den Rand gesetzt, geschmückt mit ein bisschen Salat. Da in der Mitte habe ich Kohlpflanzen reingesetzt, ganz hinten Salat. Das sind Lupinen, blaue Lupinen. Und hier vorne habe ich auch zum Beispiel Kartoffeln gesetzt. Das ergänzt sich eigentlich ziemlich gut, dass Bohnen und Kartoffeln in einem Beet zusammenzusetzen. Deswegen habe ich heute die dicken Bohnen an dem Rand gesetzt. Hier am Hügelbeet habe ich auch Salat an den Rändern unten gesetzt, aber manche ist halt aufgrund der Hitze stark strapaziert. Aber das habe ich dann weiter gesetzt, weiter in die Richtung unten. Dann habe ich natürlich auch für ein Hügelbeet zwei Reihen Möhren gesetzt. Die müssen dann auch noch rauskommen. Hat momentan nicht so viel geregnet. Und das gleiche habe ich auch in einem Hügelbeet hier vorne gemacht. Einfach Salat unten an der untersten Schicht oder unterster Ebene gesetzt. Und auf der Ebene weiter drüber habe ich die ersten Möhrensamen gesehen und da warte ich einfach, bis sie rauskommen. Da habe ich die Reihen mit Stöckchen markiert, damit ich ungefähr weiß, wo die Möhren dann rauskommen werden. Hier vorne, wenn wir dann weitergehen, habe ich zwei Beete sozusagen angelegt im Durchweg. Hier drüben kommen auch wieder ein paar dicke Bohnen raus und da habe ich rote Beete zum Beispiel mit reingesät und hier rechts habe ich nochmal Pferdemist ein bisschen dazugegeben und erstmal gemulcht. Da schaue ich einfach mal, was ich hier hinpflanzen werde. Auch hier blüht der Grünkohl, ist der ostfriesische, das ist ostfriesische Palme, ist eine großer Grünkohl, da wächst ein bisschen der Mahngold, hier der Kartoffelturm, wozu ich ein Video gemacht habe. Dann das Insektenhotel oder Insektenhaus, da muss ich auch mal schauen, ob da schon die ersten Insekten sind, da habe ich noch nichts gesehen. In das Beet habe ich auch nochmal Kartoffeln so reingesetzt. Und hier links habe ich auch nochmal Bohnen, also eine weiße Süßlupine, rote Beete und Kohl reingesetzt. Und das Hochbeet habe ich dann noch zwei Stecklinge von roten Johannisbeeren gesetzt. Hier eines und hier. Und ein ganz neues Highlight auch, wir haben jetzt die ersten Erdbeeren reingesetzt, neben dem Knoblauch als Mischkulturpartner und da tragen schon die ersten Bärchen auch Früchte. Wunderbar und herrlich, kann man schön naschen und die werden schön rot, das freut mich wirklich sehr. Hier habe ich gestern Bokashi und Pferdemist nochmal eingearbeitet, da habe ich vor Starkzehrer reinzusetzen und da sind halt jetzt die winterharte Kaki, die Nektarine aus dem Gewächshaus draußen, genießen auch die Sonne und der Apfelbaum Baia Marissa, eine rotfleischige Apfelsorte, steht auch hier schon über den ganzen Winter und bekommt auch schon die ersten roten Blätter.
Vorm Gewächshaus haben wir dann nochmal Kartoffeln gesetzt, weil sie bei mir schon im Haus grüne Triebe bekommen haben, weil ich sie in Erde gesteckt habe. Und wenn ich jetzt ins Gewächshaus reingehe, könnt ihr dann noch mehr Tomaten sehen, die wir vorgezogen haben. Da hinten sind zum Beispiel große Balkontomaten. Und in den Ecken haben wir zum Beispiel Honigmelonen reingesetzt. Das ist die Kajari-Honigmelone. Da in der Ecke. Da in der Ecke. Hier vorne haben wir auch gestern die Honigmelonen gesetzt. Und hier haben wir auch nochmal die Honigmelone gesetzt. Und wir haben auch die ersten Tomaten hier ins Gewächshaus an die rechte Seite gepflanzt, nach dem Prinzip, das mir mein Vater gezeigt hat. Also er hat halt hier die Reihen aufgehäufelt. Also so wie bei zum Beispiel bei Kartoffeln, wie man das kennt, da hat man das so angehäufelt. Und hat im Eckprinzip, also im Dreiecksprinzip, immer Tomaten reingesetzt. Ist halt eine super Sache, damit die halt, damit man die Tomaten nicht extra begießen muss, also direkt, sondern dass man einfach nur in die Rillen mulchen und gießen muss, damit halt das Wasser dort bleibt und die halt auch ihre Wurzeln dorthin bilden. Und ich finde halt dieses Prinzip echt klasse, dass halt immer diagonal im Dreieck die Tomaten für die Reihen angebaut werden. Und das ist halt auch ein Grund, warum jetzt die ganzen Bäume draußen stehen. Ich stehe hier auf dem Grundstück im Neubaugebiet und hier hat sich auch eine Menge getan. Also hier zu meiner Rechten zum Beispiel habe ich letzte Woche Kartoffeln angehäufelt. Hier schön im Kreis angebaut. Und die restlichen Kartoffeln habe ich zum Beispiel da in dieses Mulchbeet reingegeben. Also habe ich Karton ausgelegt, Erde draufgelegt und ein bisschen gemulcht. Und dann, das habe ich vor circa einem Monat gemacht, und da habe ich da einfach die Kartoffeln reingesetzt. Hier vorne sind die ersten Verunglückungen passiert. Also hier habe ich jetzt in der Dürre Artischocken, Borage, Kapuzinerkresse und Tagetes reingesetzt, ein bisschen Kohlrabi, und ja, es hat halt nicht geregnet und bis jetzt haben die Artischocken ziemlich gut überlebt. Der Borage, der hatte mehr Blätter, der ist auch ein bisschen eingegangen, kommt aber bald wieder. Und genauso wie hier, die Kapuzinerkresse ist komplett eingegangen, die gieße ich aber trotzdem jeden Tag. Und die Tagetes, die zwei Blumen, die ich da reingesetzt habe, hat es auch ziemlich hart mitgenommen. Und der Kohlrabi, der zeigt auch schon so weiße Blätter, aber es soll jetzt bald Regen kommen und ich hoffe es eigentlich, weil ich sehr viele Samen auch gesetzt habe. Und ja, der Salat, den ich auch ein bisschen nebenan gesetzt habe, wie hier zum Beispiel, der versucht auch an seinem Überleben zu kämpfen. Hier vorne habe ich ein paar rote Beete und Möhren gesetzt. Wenn es dann regnet, hoffe ich auch, dass die rauskommen. Und ganz vorne habe ich angefangen, eine Wildblumenwiese anzulegen. Da habe ich jetzt einfach Kornblumen, Phacelia, Nelken, Rosen und sonstige Blüten für Insekten reingesetzt. Das habe ich dann vorne rangemacht, wenn halt die Leute vorbei gehen, dass sie halt auch eine schöne Blütenpracht zu sehen haben. Und den Rest habe ich einfach gemulcht, was ich da aus, wo ich die Grasnarbe entfernt habe, einfach damit es schon trocken bleibt. Feucht, nicht trocken. Trocken ist es jetzt. Ich möchte natürlich, dass es feucht ist. Dann kommen hier die ersten dicken Bohnen raus. Freut mich auch. Hier habe ich auch ein bisschen Kohlrabi gesetzt. Der kommt ein bisschen besser. Aber wie gesagt, der bildet schon welke Blätter. Das heißt, es sollte mal ein bisschen regnen damit und kühler werden, dass er ein bisschen Wurzel schlagen kann. Aber die Bohnen, die ich im Februar gesetzt habe, kommen raus. Das freut mich sehr. Der Stein ist einfach nur als
Trittfläche da und natürlich auch wieder alles schön mit Grasschnitt gemulcht. Hier drüben habe ich auch ein bisschen mehr Salat gesetzt. Leider ist mir auch hier einige eingegangen. Und die, die jetzt hier noch übrig bleiben, die versuche ich mit jeden Tag gießen. Durch die Dürrezeit ein bisschen durchzubekommen, ist auch eine Heidenarbeit, ja, jedes Mal mit der Gießkanne hinzulaufen. Und hier habe ich auch noch ein bisschen rote Beete reingesetzt. Die letzte Woche, wenn es dann auch richtig regnet, dann sollte er auch bald kommen. Das Beet hier vorne ist noch vom letzten Herbst. Hier wächst noch der ganze Knoblauch an. Die Winterendivie und Phacelia, die ich letztes Jahr gesät habe, kommen jetzt auch langsam wieder. Und da habe ich auch versucht, ein bisschen Salat an den Rändern zu setzen. Aber wie gesagt, die Dürre macht den kleinen Salatblättern ein bisschen zu schaffen. Und ja, muss ich mal schauen, wie sich der so entwickelt. Und ja, ich tue einfach mein Bestes, dass sie wieder rankommen, also wieder stärker werden. Und ich glaube an sie, und wenn ich da regelmäßig gieße, dann wird es schon. Die kommen dann wieder. Und hier vorne habe ich Brokkoli und Blumenkohl gesetzt. Die kleinen Pflänzchen, die haben es ein bisschen besser überstanden. Die Dürrezeit macht denen jetzt nicht so viel aus, weil sie schon gut, ja, durchwurzelt sind. Und hier wächst auch schon ein bisschen Radieschen mit raus. Und natürlich auch wieder alles schön gemulcht. Auch ein bisschen Blumenkohl. Und da habe ich jetzt gerade, weil das Gras ein bisschen zu hoch wird mit einer Sense, alles ein bisschen gekürzt. Weil sonst wächst es wieder hinten einfach, ja, zu stark, und man kann auch nicht mehr richtig langlaufen. Wenigstens habe ich da einen guten Mulch, und das Sensen ist auch, ja, ein gutes Workout. Also ja, wer seinem Körper etwas Gutes tun möchte, kann mal ruhig seinen Rasen sensen. Eine gute Meditation und eine gute körperliche Aktivität. Und dann das letzte Beet hier auf der Seite. Hier wächst zum Beispiel der Salat, der hat überwintert. Der kommt jetzt einfach, den lasse ich einfach wachsen. Hier vorne bis zum Mulchen habe ich Mahngold reingesetzt. Und dann dahinter die ganze Reihe habe ich Möhren, Steckzwiebeln gesetzt, rote Beete, und das alles einfach nochmal, ja, die ganze Kurve entlang. Da warte ich, bis die ersten Sämlinge rauskommen, damit ich auch mal ein bisschen mulchen kann. Wie gesagt, es müsste halt nur ein bisschen mehr regnen. Ich habe es ja versucht, mit der Gießkanne ein bisschen anzugießen. Und hier vorne auch wieder Salat, der, ja, um sein Überleben ein bisschen ringt. Aber ich habe ihn auch jeden Tag gegossen. Hier hinten ein bisschen versteckt wächst nochmal Radieschen an. Hier sollte ich auch mal dringend sensen. Also ja, man sieht halt einfach nicht mehr, dass hier eigentlich was wächst. Ist auch ein guter Schutz, dass die Leute vielleicht nicht auf die Idee kommen, etwas, ja, beim Vorbeigehen mitzunehmen. So ein kleiner Schutz, aber das werde ich auch ein bisschen der Sense nochmal kürzen. Habe ich auch wenigstens wieder guten Mulch für meine Beete und Flächen. Hier, ja, die Fläche für den Folientunnel. Kannst du euch auch auf etwas gespannt machen. Da freue ich mich auch schon, wenn wir hier Hand anlegen werden. Und hier an der Seite hat mein Freund, der regionale Urproduzent, mir ausgeholfen. Und zwar hat er mir netterweise mit seiner Fräse, ja, drei Wege bzw. drei Beete gefräst. Und die habe ich jetzt auch alle mit der, ja, mit der Heidenhacke habe ich da die Reste und das Gras nochmal entfernt und die Beete alle gemulcht. Da habe ich noch nichts reingesetzt. Das Gras kommt da wieder. Das muss ich dann, wenn ich was reinsetze, wieder entfernen. Genauso wie hier in der Mitte. Und außen hier habe ich auch nochmal Kohl und Kohlrabi die Reihe gesetzt. Und da hoffe ich halt auch einfach, dass der jetzt die Trockenzeit überlebt.
habt ihr ein paar Einblicke bekommen, was sich so die letzten Wochen hier alles getan hat. Es hat mir wirklich richtig viel Spaß gemacht, in der Natur zu arbeiten, die frische Luft und die Sonne zu genießen und ein bisschen zu meditieren natürlich auch. War auch sehr anstrengend, muss ich sagen, aber ja, es ist meine Leidenschaft und ich tue es natürlich auch gerne. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Kanal kostenlos abonnieren würdet und natürlich auch auf die Glocke drückt, damit ihr auch kein Video mehr von mir verpasst. Natürlich würde ich mich über eine Bewertung freuen und wenn ihr einen netten Kommentar hinterlassen würdet. Ich bedanke mich vielmals, dass ihr eingeschaltet habt, wünsche euch viel Spaß bei euren Projekten und wir sehen uns einfach in den kommenden Wochen. Ich freue mich einfach tierisch, wie sich das Projekt weiterentwickeln wird. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.